was zuletzt in der Geschichte von Horizon Zero Dawn geschah. Du warst schon viel zu lange isoliert. Nein, bis jetzt nicht. Es muss so sein. Ich gehe und du wirst mich nicht finden. Das ist der Abschied. Eine Verkündigung von Dankbarkeit. Geschehen und Versklaver! Die Nachricht, die dieser Priester verlesen will, ist eine Entschuldigung. Aus dem Munde des 14. Königs. Also bitte, könnt ihr ihm nicht zuhören? Frieden von Sonnenkönig Abad. 14. Erleuchtetheit der strahlenden Linie. Du bist der Einzige, bei dem ich je einen Fokus gesehen habe. Wo hast du ihn her? Was? Eine Nora hat so etwas an? Das kann nicht sein. Ah! Was ist los? Tut mir leid. Fehlfunktion. Rust zu ehren, weil er so viel für mich getan hat. Urmutter, höre unser Gebet! Mutterloses Gör. Alter! Was ein Penner? Oh, das ist das Bettenhaus? Mit dir als Wache dachte ich, es wäre die Latrine. Deine ich sehe, du hast noch die Narbe von dem Stein, den ich auf dich geworfen habe. Sie hat geschummelt! Heul doch! Eine Ausgestoßene gewinnt die Erprobung? Denn sie ist jetzt eine Kriegerin. Einst ausgestoßen, jetzt Kriegerin, die gesiegt hat. Der Anführer war das. Der hat auch einen Fokus. Kehr dein Gesicht zur Sonne, Kind. Ey, Leute, wo bist du? Nein! Nein! Sie dort ist Blasphemie! Sie muss zu ihrer Mutter! Ich muss hier irgendwie raus.
Ich brauche den Fokus. Nein. Rust hat mich gerettet. Er muss mich gefunden haben, bevor der Blutverlust zu groß war. Aber warum ist niemand hier? Wo bin ich? Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horizon Zero Dawn. Was ist in der letzten Folge passiert? Die ist ein bisschen, ja, länger gegangen, weil, ja, wo sollte ich eigentlich cutten da? Wo sollte ich cutten, ohne dass sich die Folge nicht als komplett lame herausstellt? Deshalb habe ich sie doch ein bisschen länger gelassen. Was ist da passiert? Wir haben Rost verloren. Er hat sich geopfert, damit wir leben können. Ganz, ganz schlimm. Meine Sachen, gut. Und wo ist mein Fokus? Oh, hier, okay. Sehr schön, wir haben wieder unsere Sachen. Was? Bin ich etwa im Heiligen Berg? Aber nur Stammmütter dürfen ihn betreten. Ich sehe meinen Bogen nirgends. Und diesen kaputten Fokus, den ich diesem Mörder abgenommen habe. Wo ist das alles? Titan-Meta-Legierung. Zugriff nach Generkennung per Identitätsscan. Verstärkt Verschlussintegrität. Okay, krass. Sind wir in einer alten Anlage? Hier ist nichts. Ist diese Gruft, dieser heilige Berg, ist das ein einziger großer Bunker? Ist das ein einziger großer Bunker, wo sich die Erzmütter und die Noah generell nicht bewusst sind, was hier lauert oder was hier verborgen ist? Ist nichts. Sie müssen aber wissen, was hier. Ich empfange eine Art Signal. Boah, mich juckt's gerade. So, gerade gekratzt. Werden wir gleich duschen gehen. Ah, da. Das muss der kaputte Fokus sein, den ich dem Mörder abgenommen habe. Er ist in der Nähe. Werden wir mal hingehen? Links, nicht geradeaus. Mit oh Gott. Anderen Sachen. Hier? Nee. Hier? Nee. Hä? Warte mal. Ach da! Alter, bin ich blind. Der Zielperson.
gesagt, dass ich genauso bin. Sie sah mich durch. Olin! Wie ist das möglich? Dann Beeilung. Ich komme jetzt. Warte auf Identiscan. Ihr dürft nicht länger auf Ted hören. Hört endlich auf mich. Wo kommt das her? Von wann? Die sieht aus wie wir. Bist du meine Mutter? Ich soll sterben, weil ich aussehe wie du. Aloy, du bist wach? Du hast mich hergebracht. Schnell, du musst mir folgen. Wohin? Zu dem Ort, an dem du geboren wurdest. Heißt das, ich wurde hier geboren? Im Berg? Es ist besser, es zu zeigen. Ach du Scheiße. War das unsere Mutter? Du warst dem Tod nah. Und bei seiner Mutter zu sterben ist heilig. Lansra wollte es nicht, aber Jessa stimmt mir zu. Ist meine Mutter hier? Werde ich sie sehen? Es ist kompliziert. Bitte komm einfach mit. Ja, ich komm schon. Ähnelt meine Mutter mir. Bis auf die Haare. Das sollte unmöglich sein. Deine Mutter ist keine Frau, Aloy. Der Berg ist deine Mutter. Ich... Was? Was meinst du denn damit? Komm. Die große Kammer, in der die Urmutter den Metallteufel vernichtete und dich gebar. Aloy, das Erprobungsmassaker war erst der furchtbare Anfang. Unser Kriegstrupp, der hinter den Mördern her war, wurde überfallen und abgeschlachtet. Was hat das mit meinem Geburtsort zu tun? Nun, ich hoffe alles. Und hier haben wir dich gefunden. Du hast geschrien. Wir sahen nach und da warst du. Ich lag da einfach? Ja. Meinst, ich kann durch diese Tür? Daran habe ich immer fest geglaubt, dass du dem Leib des Bergs entsprungen bist. Es war ein Geschenk der Urmutter selbst. Doch andere, wie Lansra, sahen dahinter vielmehr eine dunkle Macht. Kein Geschenk, einen Fluch. Aber das ist keine Göttin. Aloy! Das ist eine Tür. Mit Leuten dahinter. Meine Mutter? Oh! Identity-Scan wird durchgeführt. Die Göttin spricht. Das war die Frau, die ich sah. Fehler. Alpha Registry beschädigt. Identität nicht bestätigt. Zutritt verweigert. Nein. Aloy, die Urmutter sprach mit dir, als ob sie dich kennt.
Hast du nicht zugehört? Sie hat mich nicht erkannt. Wegen der Verderbnis. Das waren ihre Worte. Also, wenn du die Verderbnis heilst, wird sie dich erkennen. Und wie sollte das gehen? Du hattest Visionen? Von einer Frau mit kurzem Haar? Ja, die Mörder wollten mich, weil ich wie sie aussehe. Aber sie sind unüberwindlich. Haben wir denn keine andere Spur? Olin. Er war einer der Fremden. Am Tag vor der Erprobung. Die Mörder sahen mich durch ihn. Er lebt im Meridian. Dann musst du das Heilige Land verlassen. Ich war immer eine Ausgestoßene. Warum nicht auch Verbannte? Psst, es geht auch anders. Komm, dann machen wir es so. Was? Was machen wir so? Der Stamm könnte ausgerottet werden. Wie kommt das? Nach dem Massaker bei der Erprobung schickten wir einen großen Kriegstrupp nach den Mördern aus. Mehr als die Hälfte starben. Oh. Wie wurde der Kriegstrupp besiegt? Die Mörder kämpfen nicht allein. Auf irgendeine Art beherrschen sie die Maschinen, verderben sie, machen sie verrückt. Die Mörder sind geflohen? Ja. Und jetzt fällt meinen Mitstammmüttern nur noch ein, die Hymne der Buße zu singen und die Urmutter um Gnade zu bitten. Als ob sie nicht will, dass wir uns selbst helfen. Und was ist dein Plan? Dies hier ist mein Plan. Dir deinen Geburtsort zu zeigen, damit du deinem muttergegebenen Schicksal folgen kannst. Die anderen Stammmütter warten auf uns. Lass mich reden. Oje, 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 oje. Ja. Durch in Gebete flüchten? Ist es getan? Ja. Sie weiß es. Schwestern, die Göttin hat zu Aloy gesprochen. Sie soll die Verderbnis heilen. Ha! Und wie soll sie es machen? Sie muss dazu unser heiliges Land verlassen. Als Sucherin? Wenn die Göttin es so will, muss es sein. Ihr nennt dieses Ding eine Sucherin? Schwester! Ich bitte dich, Lansra, sei vernünftig. Das wird eure Sünde, nicht meine. Schickt sie suchen, auf dass wir sie nie wiedersehen. Alter, wie kann man denn so... Nee, ey. Aloy, bei der heiligen Gnade der Göttin weihen wir dich hiermit zur Sucherin des Norak-Dammes. Nichts steht deiner heiligen Aufgabe jetzt im Weg. Möge die Urmutter dich schützen und stützen. Bleib dir treu. Ich bereite die Hymne vor. Wir alle hoffen auf dich. Tirsa, was ist ein Sucher? Du. Und hier ist dein Zeichen. In Zeiten der Not können die Erzmütter einen Sucher weihen. Einen würdigen Krieger, der große Ziele erreichen soll. Wo auch immer diese Ziele ihn hinführen. Auch außerhalb des Heiligen Landes? Ja. Und mit dem Recht, nachher wieder zurückzukehren. Oder wenn es notwendig wird. Okay. Andere Sucher. Gab es schon andere Sucher? Es gab sie, aber wenige. Und die meisten von ihnen kehrten niemals zurück. War Rost ein Sucher? Nein, ein Sucher nicht. Was hältst du von mir geheim? Jetzt ist nicht die Zeit, Aloy. Vielleicht ein andermal. Nein, jetzt! Was ist mit Rosts Leiche passiert? Es war leider nur sehr wenig von ihm übrig. Mm. Aber was da war, begruben wir dort, wo er dich großzog. Mit Blumen auf dem Grab. Danke. Dann werden wir dort auf jeden Fall noch vorbeischauen. So viele mussten leiden. Kann ich etwas tun, um zu helfen?
Am wichtigsten ist, dass du den Zweck erfüllst, den die Urmutter für dich vorgesehen hat. Du weißt doch auch nicht, was das bedeuten soll. Dann finde es heraus. Wenn du jedoch erkennen solltest, dass es Teil des Zwecks ist, dem Stamm zu helfen, dann tu das bitte. Zweifellos sind überall im ganzen Becken Leute in Not. Du sagtest, ein Nora-Kriegstrupp hat die Mörder verfolgt. Ja, aber er wurde hinterrücks überfallen. Wenige konnten entkommen. Und zumeist schwer verwundet. Weißt du, wo die Mörder sind? Nein, aber frag doch Varl, einen Krieger, der die Tore des Beckens bewacht. Er hat den Hinterhalt überlebt. Er weiß sicher mehr. Okay, dann werden wir zu dem als allererstes gehen. Ich kann also überall hin. Ohne Einschränkung. Sogar an verbotene Orte, wie die verdorbenen Lande fern der Urmutter. Oder die Ruinen der Metallwelt. Gut. Oh, gut zu wissen, dann kann man schön erkunden. Verdorbene Lande, was sind die verdorbenen Lande? Warum nennt ihr die Lande jenseits des Noralands verdorben? Muss man das fragen? Unser Land ist heilig. Wir leben im Blick der einen Göttin, der Urmutter, der Quelle allen Lebens. Jenseits ihres Blicks liegt ein weites verlorenes Land, spirituell unrein. Deshalb ist es uns verboten, dorthin zu gehen. Aber der Suchersegen wird dich schützen. Spirituell unrein oder eher modern? Warum sind die Ruinen der Metallwelt verboten? Das sind schlechte Orte, Aloy. Dunkel und böse, wie die Kinder des Metalls, die sie bauten. Als sie die Urmutter umbringen wollten, löschte ihr Zorn ihre Städte aus, aber nicht ihre Sünden. Ihre uralte Bosheit haust in den Ruinen, um jeden zu verführen, der so dumm ist, hineinzugehen. Aber ich war in einer Ruine. Es sah fast wie im Innern der Urmutter aus. Das kann gar nicht sein. Doch. Es ist so. Dann ist das etwas, was ich nicht begreife. Du wirst die Wahrheit wohl herausfinden. Und genau das wären wir. Ich sollte jetzt gehen. Zuerst musst du zu den Toren des Beckens gehen. Sprich mit Varl. Er zeigt dir den Weg nach Meridian. Wenn irgendein Nora dich aufhalten will, dann zeige, dass du eine Sucherin bist. Werde ich. Danke, Tirsa, für deine Hilfe. Die Urmutter segne und beschütze dich. Was wohl der Resch dazu sagen würde? Gläubige, wir wollen beginnen. Reinigt euer Herz. Bitten wir um Vergebung für die Sünden, die uns ins Elend gestürzt haben. Wenn die Stammmütter ihre Stimmen erheben, werden wir einstimmen. Urmutter, höre die Stimme deiner Kinder mit dieser Hymne. Erhöre unser Gebet. Du gehörst zu den Nora. Tu deine Pflicht und bitte darum, dass man sich nach deinem Tod an dich erinnert. Ungläubige Mörder. Niemand kennt ihren Stamm. Die Stärksten unter uns sind tot und verletzt. Die Maschinen drehen komplett durch. Die Göttin kann uns jetzt noch retten. Oh Mann, die legen ihr ganzes Vertrauen in uns, beziehungsweise in die Göttin, und denn die Göttin lenkt uns ja. Sie hat viele gerettet. Sie ist ein Glück für den Stamm. Danke. Das erste nette Wort, was wir von den Leuten hören. Der Regen sieht alles gleich viel bedrohlicher aus. Alter, der Schatten da im Hintergrund. Diese Übergänge, sieht ja furchtbar aus. Darum. Macht mir das Tor auf. Dann musst du mit dem neuen Kriegsherrn sprechen. Resch, auf dem Wall. Ach, das ist der neue Kriegsherr? Resch? Ach du Scheiße, ja genau, ausgerechnet der. Der ist jetzt Kriegsherr. Wer ist das? Irgendwer. Wenn die Göttin hört, wie sehr wir unsere Schwäche bereuen, wird sie sich unserer erbarmen.
Na, das wird ja lustig. Aber die Ausgestoßene nähert sich. Ignoriert sie. Setzt den Bericht fort. Es soll im Becken angeblich einen Dämon geben, ein Ding aus dunklem Metall, das alle Maschinen verderben kann. Wo ist er hergekommen? Man sagt, er durchbrach die Tore des Beckens. Wer ist Mann? Val und seine Leute, sie wollten ihn stoppen, aber der Dämon war zu schnell, zu mächtig. Val ist närrisch mit seinem Tor. Hier, bei Mutters Wacht, leisten wir unseren Widerstand. Bisher sind es 8 Gruppen aus Mutterherz, die die Hymne singen werden, und mehr sind unterwegs. Gut. Alle wahren Nora werden gemeinsam die Hymne singen. Sie ist immer noch da. Mir egal. Gleich nicht mehr, mein Freund. Ich muss durch das Tor. Und seit wann interessiert es mich, was ausgerechnet du musst? Seitdem ich eine Sucherin bin, du Schleimbeutel. Seit ich eine Sucherin wurde, öffne das Tor. Du, Sucherin? Sind Tirsa und Jezza jetzt verrückt? Schlimm genug, dass du bei der Erprobung warst. Wenn du verletzt bist, bringen sie dich in den Heiligen Berg, um dich zu heilen? Kein Wunder, dass wir verflucht wurden und unsere Kinder zu Grabe tragen müssen. Junge, pass auf, ich habe sogar noch versucht zu retten, meine Fresse. Du bist ein Niemand. Nee, das sagen wir mal lieber nicht. Du entehrst die Toten. Ja, das, glaube ich, zieht eher. Wie kannst du so herzlos sein? Ich kämpfte mit diesen Kindern, Schulter an Schulter, Rücken an Rücken. Ich sah sie sterben. Und jeder von ihnen als wahrer Nora hätte dir einen Pfeil reinjagen sollen. Alter, ey. Rash, komm jetzt. Ruhe. Ich bin dein Kriegsherr. Und ich eine Sucherin, geweiht von den Erzmüttern. Also öffne das Tor und ich werde verschwinden. Je schneller du hier verschwindest, desto besser. Ja, dann mach das scheiß Tor auf, Mann. Was war das? Oh oh. Ja, toll! Krieger, macht euch bereit! Wir bekämpfen einen Fluch! Einen Dämon! Ruhe, gib uns Kraft! Es ist soweit. Wir müssen ein bisschen vorbereiten. Position. Da kommt er. Angriff! Oh, warte. Der hat gesessen. Der war gut. Ja, nice. Der hat gesessen. Oh! Tschüss. Der hat auch gesessen. Sehr gut. Nein. Nicht bei mir. Sehr gut. Aua, Mann! Okay, warte. Boah, Alter! Schnell, heilen.
Aua! Ey, sauer! Ich kann nichts machen! Ich kann nichts machen! Ich bin betäubt! Schon wieder daneben! Schnell, 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 schnell. Boah, ich muss. Boah, aua. Ja, komm mal her jetzt. Komm mal hierher. Genau hierher musst du. Scheiße, hat nichts gebracht. Puh. Boah, Alter, ey. Hä, hat gar nichts gebracht. Boah, Alter, was? Lauf, ich komm nicht weg. Oh mein Gott. Ich treff halt nicht! Ja, er hat gesessen. Oh, ich treff nicht! Erledigt! Ja, nice! Der Dämon ist tot! Unter den Mördern bei der Erprobung. Wie kann er andere Maschinen übernehmen? Wie machst du das? Zeig's mir. Alter! Die gehorcht. Wie? Das. Damit machst du das. Es verbindet sich mit dem Fokus. Kann ich das verwenden? Probieren wir es aus. Bloß ein paar Drahtschlingen. Das sollte halten. Ich muss es nur noch testen. Aloy, wie hast du das gemacht? Tab, was machst du denn hier? Du bist ein Näher, kein Krieger. Ich verteidige hier Mutters Wacht. Aber mit so etwas hätte ich niemals gerechnet. Du tötest den Dämon und weidest ihn komplett aus. Die Kontrolle über die Maschinen. Ich glaube, ich weiß, wie es geht. Ich will es an einer Maschine testen. Es sind viele Läufer auf dem Weg zu den Toren des Beckens, glaube ich. Ganz genau. Und zu den Toren wollte ich ja ohnehin. Ich muss mit Val sprechen. Ich wusste, dass du anders bist, Aloy, aber... Aber was? Ich glaube, du bist ein Segen der Urmutter. Egal, was Rash sagt. Danke, Tab. Aber ich muss jetzt los. Das musst du. Ich denke an dich. Dankeschön. Krieger, das Tor muss sofort repariert werden. Und wenn ihr es zusammenflicken müsst, macht hin! Ja, ja. Ich muss jetzt erstmal hier ein bisschen was holen. Die Sachen ein bisschen kompensieren, die ich jetzt verschossen habe. Ah ja, das mit dem Betäuben, das mit den Dings hat nicht so funktioniert, wie ich mir das vorgestellt habe. Das mit dem Überhitzen hat nicht so ganz funktioniert. Aua, jetzt habe ich mir wehgetan, verdammte Kacke. Ich muss eine Maschine finden und dieses Gerät ausprobieren. Ja, warte mal. Erstmal speichern wir hier, ja? Bevor wir überhaupt irgendwas anderes machen. Was mit dir? Ah, sehr schön. Ah, guck mal, Gratisprobe. Holen wir. Dankeschön. Super. Inventar. Kiste. Alles mit. Alles mitholen.
Sehr schön. Sehr schön. Und eine Schockfalle. Sehr gut. So, wir haben 6 Fähigkeitspunkte. So, jetzt müssen wir hier mal kurz ein bisschen investieren. So, den kritischen Treffer haben wir. Kritische Treffer verursachen mehr Schaden. Definitiv. Ach, haben wir auch schon. Das ist sehr gut. Jägerreflexe. Beim Zielen während des Springens oder Rutschens verlangsamt sich die Zeit. Kann ich das auch anders? Starker Schlag. Ausweichtalent, unauffällig. Konzentration. Verwende beim Zielen, um die Zeit zu verlangsamen. Ich glaube, das kann uns um einiges erleichtern wahrscheinlich. Wahrscheinliche Rüstungsbauteile, schnellere Heilung. Stelle mit derselben Rohstoffmenge mehr Munition her. Das ist sehr wichtig. Sammle beim Reiten Ressourcen und untersuche Gegner am Boden. Zerlege Ressourcen, okay. Schnellere Heilung aus Medizinbeutel. Verdoppelt die Kapazität des Medizinbeutels. Lockruf. Verlängert die Zeit, die eine Maschine überbrückt ist. Naja, Schlag von oben. Okay, die Dinger verursachen mehr Schaden, denn auf jeden Fall. Wir nehmen das. Ja. Wir stellen auch gerade mal her. Haben wir hier was Neues gefunden? Immer noch Tarnung. Brauchen wir nicht. Ich würde aber gerne herstellen. Tragekapazität. Stolperfallen-Munitionsbeutel. Ja. Will ich machen. Sehr gut. Modifikationsbeutel. Holen wir auf. Zack. Modifikationsbeutel, Entschuldigung. Ja, das brauchen wir erstmal nicht. Obwohl. Doch, komm, wir haben ja genug. So. Das können wir nochmal machen. So. Hallo, ich würde gerne Trankbeutel höher machen. Ich glaube, wir müssen noch ein bisschen mehr Tränke herstellen. Gut, alles klar. Haben wir erledigt. Haben wir erledigt. Wunderbar. So, jetzt ist die Frage. Wohin muss ich? Ich muss zum Tor. Da hinten muss ich hin. Ups. Ach ja, stimmt. Ich muss ja hier üben. Ups. So. Ich hab mich gerade geheilt. Ich hoffe gerade die ganze Zeit, dass hier irgendwo noch Ressourcen sind, aber bis auf Reinholz. Kann das sein, dass die Sachen sehr teuer sind? Oder liegt das auch am Schwierigkeitsgrad? Das hilft bestimmt weiter. Überbrückungsgerät testen. Ich muss leise sein. Nach allem, was ich durchgemacht habe, soll mich keine panische Herde überrennen. Ja, ja. Das Ding ist... Kleinen Moment. Ja, komm mal her, mein Großer. Komm mal her.
Okay, dann mal. Ja. Komm jetzt, mach schon. Es hat geklappt. Er ist nicht feindselig. Na also, braver Junge. Das ist schon besser. Ja! Ja! Okay. Ja! Okay, das ist cool. Ah, okay. Ich habe kurze Zeit Zeitlupe. Okay, das ist nice. Das ist sehr cool. Wo muss ich jetzt eigentlich hin? Ups. Nice. Ich sollte noch andere Maschinenarten überbrücken. Na? Man kann vermutlich nicht alle reißen, aber vielleicht finde ich eine Verwendung für sie. Ja, nice. Sehr schön. Geil. Würde gern absteigen. Ah, sehr schön. Was? Eine Reitmaschine zu Rufe wähle. Und drücke Z. Dieser Sturm lag schon länger in der Luft. Cool. Na, Pferdchen? Alles klar? So, wo muss ich hin? Hier hinten. Muss ich als nächstes hin? Ich würde aber gerne... Ach du Scheiße. Ich würde aber auch gerne woanders hin. Was für eine riesige Maschine. Scheinbar. Da hinten waren wir jetzt auch noch nicht. Pass auf. Wie spät haben wir das? Komm, wir gehen mal gerade zum Tor, hä? Wir gehen mal gerade zum Tor. Der Straße einfach folgen und dann passt das schon. Lauf! Direkt vor den Toren? Die Tore scheinen zerstört zu sein. Alter, ernsthaft? Genau. Nein, nicht! Nicht! Ich muss weiter! Boah! Okay, unser Pferdchen, konnte sich ganz gut verteidigen, muss ich wirklich sagen. Also, ne, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Ist hier noch einer? Der aufs Maul will. Oh, scheiße. Alter. Oh, 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 oh. Aua. Mein Pferdchen hat mich gehauen. Hallo, ich will... Lieber Schulli. Nein! Ich will gerne durchsuchen. Plündern. Hier ist noch einer. Ach, da auf der anderen Seite. Herstellen. Kann ich? Ich kann doch Tränke herstellen. Gesundheitstränke.
Okay. Wir müssen definitiv auf Tränke setzen. Wir müssen Tiere töten. Wir müssen ganz viele Tiere töten. Wo muss ich denn eigentlich hin jetzt? Ich muss außen rum. Dann mal los! Dann gehen wir mal gerade außen rum. Hä? Bin ich komplett behindert oder was? Rede mit Wal. Hier ist aber kein Wal, Mann. Oder liegt das daran, dass da gerade Betrieb ist? Das ist ja keiner. Das ist ein Sägezahn! Hehe. Und die hier oben, die machen halt nichts, ne? Nein! Nein! Vorsichtig! Holt es näher ran! Ja! Ich habe einmal drauf geschossen. Wal, nicht wahr? Aloy, die Gewinnerin der Erprobung. Du hast also tatsächlich überlebt. Erzmutter Tirsa sagt, du kennst den Weg nach Meridian. Die Hauptstadt des Kaja-Sonnenreichs? Du suchst Zuflucht? Nein, ein Verräter namens Olin. Die Mütter machten mich zur Sucherin, damit ich ihn finde. Du solltest nach Norden gehen, nach Mutterkrone. Falls du schaffst, sprich mit Maria, sie zeigt dir den Weg. Falls ich schaffe? Der Weg ist gefährlich. Seit dem Massaker am Kriegstrupp sind unsere Lande unbewacht, die Grenzen ungeschützt. Wir haben keinen Kriegsherrn, der uns führt. Macht das nicht Rash? Nur weil Sona verschwunden ist. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor mit meinem Leben zu beschützen. Und das tue ich. Okay. Kriegsherrin Sona wird vermisst? Selbst als der Kriegstrupp ermordet wurde, hat sie nicht aufgegeben. Sie hat nach Freiwilligen gesucht und die Mörder verfolgt. Hast du dich nicht gemeldet? Doch, natürlich. Aber Sona wies mich zurück. Sie befahl mir, nach den Verwundeten im Becken zu sehen. Und dieses Tor, das Becken, mit meinem Leben zu beschützen. Das war vor Tagen und seitdem habe ich nichts von ihr gehört. Es weiß also niemand, ob sie noch am Leben ist. Wenn jemand da draußen überleben kann, dann sie. Ihr Können ist legendär. Eine unbeugsame Kraft, an der wir uns messen müssen. Sie scheint die Latte hochzuhängen. Oh, verlass dich drauf. Sie ist meine Mutter. Gut, das hat sich dann schon mal erledigt. Es gab ein Massaker am Kriegstrupp. Wie? Als wir vom Angriff auf die Erprobung hörten, stellte Kriegsherrin Sona einen Kriegstrupp zusammen. Aber der Wunsch nach Vergeltung ließ manche Krieger kopflos losstürmen. Direkt in einen Hinterhalt. Ein Haufen verrückter Maschinen, voller Verderbnis, überfielen die Krieger und töteten sie. Die Kriegsherrin schlug sie schließlich zurück und zerstörte die Maschinen. Doch da waren die Mörder schon weg und unsere Verluste extrem. Oje. Die Gewinnerin der Erprobung, woher weißt du das? Ich sprach mit Überlebenden. Du hast für sie gekämpft, wie auch Bast. Und meine Schwester. Seine Schwester war Vala? Oh nein. Es tut mir leid. Ich mochte sie.
Ich dachte sogar, wir werden Freunde. Es sollte nicht sein. Danke. Sie starb für andere. Kein Tod ist besser. Du sagtest, auf dem Weg lauern Gefahren. Was für Gefahren? Zu viele, um sie zu nennen. Die Mörder sind noch da draußen und irgendwie haben sie die Maschinen beeinflusst, Chaos zu verbreiten. Ja, ich hab's selbst gesehen. Und Banditen. Sie schleichen sich über die Grenze und überfallen uns. Das heißt, sie haben ein Lager in den Ruinen am Fluss. Ich sollte wohl noch mehr Pfeile machen. Definitiv. Ich sollte jetzt gehen. Aloy, bevor du nach Mutterkrone und darüber hinausreist, könntest du vielleicht zuerst nach Sona suchen? Der Stamm braucht ihre Führung. Ich würde sie selbst suchen, aber sie befahl mir, dieses Tor um jeden Preis zu schützen. Wo war sie zuletzt? Am Ort des Kriegstruppmassakers. Eine waldige Niederung gegenüber von Teufelsdurst auf dieser Flussseite. Dort kannst du vermutlich ihre Spur aufnehmen. Sie suchte die Mörder, die Erprobung angegriffen hatten und jene töteten, die wir liebten und die dich töten wollten. Ich verstehe, Val. Ich tue, was ich kann. Alles klar. Kriegsherrin. Darf ich den untersuchen? Oh ja. Den darf ich nicht untersuchen? Darf ich auch nicht untersuchen? Darf ich auch nicht untersuchen? Die Göttin schütze dich. Darf ich auch nicht? Gut. Dann müssen wir wohl speichern. Und ja. Mein ganzes Leben. Immer im Becken. Die Welt ist größer geworden. Aber auch gefährlicher. Und genau mit diesen letzten Worten verabschiede ich mich für diese Folge. Die ist schon wieder lang genug. Ja, ich glaube, das wird sich so auf 40 Minuten Pi mal Daumen plus minus 5 Minuten wird sich das wahrscheinlich beschränken während dieses Re-Let's Plays, denn das Spiel ist einfach nur riesig. Also in diesem Sinne nochmal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Our Blade and Out. Tschüss.